eine Powerbank, eine elektrische Kühlbox mit Kompressor und ein Elektrofahrrad. Und wir wollen heute mal sehen, was so ein Photovoltaikmodul leisten kann. Bleibt dran! Und hier ist der Hans von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Elektrogeräte und Fortbewegung sind ja unser Thema, aber auch das drumherum, was Spaß macht und dazugehört. Ich hatte euch gerade eben ein paar Geräte gezeigt und jetzt wollen wir uns mal überlegen, was man damit anstellen kann und wie das kleine Balkonkraftwerk hier eine Rolle spielt. Ihr kennt das alle. Ihr sitzt in der Sonne, ihr sitzt draußen. Das Einzige, was fehlt, ist eine Steckdose. Das iPhone ist dabei und eine Powerbank, damit wir unsere Laufzeit ein bisschen verlängern können. Ja, und irgendwann ist natürlich der Saft auch von der Powerbank mal alle und dann muss das Ding ans Ladegerät. Okay, soweit so klar. Und wir sehen hier eine Fortschrittsanzeige. Der würde jetzt, wenn er ganz leer ist, gut 2 oder 3 Stunden brauchen, um aufzuladen. So, was macht man jetzt mit dem Photovoltaikmodul? Eigentlich ganz klar, wir laden das Ding auf, wenn Strom da ist. Dann scheint die Sonne ja nun tagsüber und wir wollen den Stromverbrauch natürlich tagsüber verwenden. Und so kommen hier 2 Schaltuhren ins Spiel. Die werden uns noch weiter begleiten, denn es macht natürlich Sinn, dann im Haus Stromerzeuger zu aktivieren, wann immer das möglich ist, wenn die Sonne scheint und die Photovoltaikmodule Strom erzeugen. Nachts müssten wir den ja bezahlen und tagsüber hätten wir eventuell einen Überschuss. Also, wo immer möglich mit diesen Zeitschaltuhren. Dieses kleine Steckernetzteil kann nun um die 14 Watt abgeben. Das Photovoltaikmodul kann aber in der Spitze 175 Watt abgeben, wenn die Sonne scheint. Natürlich zwischendurch ein bisschen weniger. Aber irgendwie lasten wir das Photovoltaikmodul damit immer noch nicht aus. Gehen wir mal auf die Suche nach weiteren Geräten. Eine mobile Kühlbox mit Kompressor, geeignet für Anschluss an 230 Volt oder im Auto an das Bordnetz mit 12 Volt. Die muss natürlich nicht den ganzen Tag über laufen. Die kann dann zum Beispiel schön runtergestellt werden auf 0 Grad. Das erreicht der Kompressor auch locker. Und wird dann die Getränke schön verkühlen. Wunderbar. Und kann dann, wenn man nicht ran muss, stundenlang offen bleiben und die Getränke kühl halten. So können wir also dann, wenn die Sonne scheint, den Stromverbrauch hier reinbringen. Das sind ungefähr 48 Watt. Das lastet das PV-Modul auch noch nicht wirklich aus. Ein Staubsaugerroboter fährt den ebenen Boden nach Programm ab. Und natürlich kann man einstellen, wann er das macht. Er fährt mit Akku, in der Zeit lädt er natürlich nicht auf, aber er fährt immer wieder in die Ladestation zurück. Und das kann er natürlich tagsüber machen und den Stromverbrauch mit der Erzeugung des Photovoltaikmoduls verbinden. Wenn ihr einen Garten habt, habt ihr vielleicht auch ein bisschen Wasser, einen kleinen Teich wie wir und da laufen Pumpen. Die müssen aber nicht rund um die Uhr laufen oder man kann sie nachts mit einer Schaltuhr immer eine halbe Stunde laufen lassen, eine halbe Stunde stillstehen lassen. Das macht den Fischen gar nichts und wir können den Stromverbrauch dieser kleinen Pumpe mehr in den Tag hinein bringen. Dann gibt es noch eine weitere Pumpe, die im Moment ein bisschen schwach läuft, kann man nicht so sehen. Und alles lässt sich auch so gestalten mit einer Schaltuhr, dass sie eben tagsüber läuft. Jetzt zeige ich euch was, was nicht geht, jedenfalls nicht mit den kleinen Modulen, das Laden eines Elektroautos. Hier kann man die Stromstärke zwar runtersteuern bei den meisten, aber unter 2000 Watt geht da selten etwas und das können die beiden Module zu keiner Zeit liefern. Hier müssen andere Lösungen her. Ein Gefrierschrank steht in der Garage. Der muss auch nicht immer laufen. Wir haben ihn so eingestellt mit einer Zeitschaltuhr, dass er nachts läuft. Er zieht dann also deutlich über 100 Watt
und bisher aus dem Nachtstrom. Das werden wir jetzt auch ändern. Wir werden ihn also auch mit der Zeitschaltuhr tagsüber an den Haushaltsstrom koppeln. Ein Pedelec hat vielleicht auch der eine oder andere schon im Haushalt. Ansonsten empfehle ich es, es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Unterstützung kannst du natürlich ausschalten und dann mit deinen Freunden, die keinen Elektroantrieb haben, 1:1 mitfahren. Oder wenn du alleine bist und es schneller haben möchtest, dann kannst du in mehreren Stufen dazuschalten. So, da gibt es ein Ladegerät dazu. Das hier hat 144 Watt. Stellt er jetzt nicht ganz scharf. Das heißt, das ist schon eins von den stärkeren Ladegeräten und der Akku hat 500 Wattstunden. Das ist auch schon eins von den stärkeren. Damit kommen wir jetzt schon, wenn wir das tagsüber laufen lassen, an die Leistungsgrenze unseres Photovoltaikmoduls. So, ich habe jetzt nochmal die Position gewechselt und habe nochmal einen Tag lang eine Messung gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch ein anderes T-Shirt an. Sorry, dass ich die Brille aufhabe, ich sitze hier voll in der Sonne. Und ihr sollt auch hinten das Photovoltaikmodul sehen vor dem Wintergarten. Da sind zwei, aber eins haben wir nur in der Betrachtung gehabt. So, dann wollen wir mal ein Fazit schließen. Also was wollen wir machen? Was können wir anstellen mit dem Photovoltaikmodul? Wie können wir erreichen, dass wir den gesamten Strom, den das Modul erzeugt, auch wirklich nutzen? Es wäre ja schade, wenn der Strom, der erzeugt wird, am rücklaufgesperrten Zähler scheitert. Also wollen wir immer mehr aus dem Netz ziehen, als das Photovoltaikmodul verbraucht. Den Strom müssten wir ja sowieso beziehen, wenn wir da Verbraucher dran haben, aber wir reduzieren jetzt natürlich diesen Strom um den Ertrag des Moduls. Ich habe hier mal eingeblendet in das Video so eine typische Verbrauchs- und Erzeugungskurve eines Photovoltaikmoduls. Das ist keine Spitzenleistung, da gibt es ein paar Einbrüche. So könnte das in etwa aussehen. Und dann habe ich in einem weiteren Video, auch hier mal im Bild, ein paar Rechtecke eingezeichnet, Verbraucher. Die sind unterschiedlich leistungsstark, habe ich geschrieben. Und wir können schon früh anfangen mit dem Stromverbrauch. Ihr seht, also 8 Uhr früh geht es also schon los, wenn die Sonne scheint, wenn sie um die Ecke kommt und bis spät in den Nachmittag. Und wenn wir geschickt sind, dann machen wir unseren Stromverbrauch in den Mittagsstunden am höchsten. So werden wir also unsere zeitlichen Verbraucher staffeln. Zum Beispiel bei mir, das Ladegerät für die Powerbank fängt früh um 8 Uhr an und braucht dann ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem wie leer es war. Die Kühlbox, die fängt dann gegen 10 Uhr vielleicht an und läuft dann eine halbe Stunde und wird später nochmal geschaltet und kurz bevor die Sonne dann wahrscheinlich den Ertrag nicht mehr liefert, nochmal dritte Mal oder zweite Mal gekühlt, sodass sie dann bis nächsten Morgen durchhält. Wenn die gut gefüllt ist, dann hält die das durchaus ein paar Stunden aus. Also wenn ich die auf 1 Grad runtergekühlt habe, hat die nächsten Morgen 6 Grad, je nach Umgebungstemperatur oder auch 7 Grad, sodass ich das ein bisschen nachkühlen kann. Früh am Morgen trinke ich in der Regel jedenfalls noch kein Bier, sodass es dann mittags rum, wenn es losgeht, auch eine ausreichend gekühlte Temperatur hat. Ja, und so gestaltet ihr euch eure Verbraucher selbst, ein bisschen Gedanken machen. Wie gesagt, ein paar Zeitschaltuhren schenken lassen und schon funktioniert das. Keine Sorgen habt ihr natürlich, wenn ihr ein Elektroauto ladet über den Zeitraum, weil da werdet ihr immer überhalb der 170 oder 200 Watt liegen und auch stundenlang. Also solche großen Verbraucher, da müsst ihr nichts weiter machen. Das Ding morgens um 9 Uhr ranklemmen und dann laden lassen. Je nachdem, wie leer es ist, wird es dann also den gesamten Verbrauch so eines Moduls aufsaugen. Aber wer das nicht hat, der steuert das ein bisschen. Ich hoffe, die Beispiele haben euch Spaß gemacht. Die Beispiele haben euch Anregungen gegeben, wie man es machen kann. Und wenn ihr dann ein zweites Modul dazu kauft, dann könnt ihr noch mehr damit erreichen. Dann könnt ihr noch mehr laden. Und irgendwann, wenn ihr die Garage voll habt, soweit eine vorhanden ist, dann kann man auch drüber nachdenken, wie man so einen Elektromotorrad geschickt einbinden kann, mit Tagesstrom von den Photovoltaikmodulen laden kann. Also ihr seht, da gibt es viel Spaß zum Experimentieren. Ist ein bisschen wie elektrische Eisenbahn. Wenn man angefangen hat, will man mehr. In dem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Fragen. Da werden wir dann gerne auch darauf antworten. Und tschüss.